dass ich jetzt die Ankündigung offiziell machen kann, dass ich und mein Bruder Andreas sich zurückziehen. Mein Sohn Matthias Lapp wird ja die Aufgabe im Vorstand übernehmen als Chairman of the Board. Ich persönlich als Chairman of the Supervisory Board trete zurück und gebe den Platz frei für meinen Kollegen, meinen Stellvertreter. Und die Position, die dann frei geworden ist, wird meine Nichte, die Katharina Lapp, übernehmen. Das Ganze soll zum 1. Oktober dieses Kalenderjahres geschehen. Das ist ein wichtiger, großer Schritt und ich glaube, wir haben es gut vorbereitet und ich bin mir sicher, dass das eine gute weitere Entwicklung nehmen wird. Ja, meinem Bruder und mir war es von Anfang an klar, vor 35 Jahren, dass wir nach dem Tod unseres Vaters Oskar zusammen mit der Ursula eigentlich nur Sachwalter sind und unsere Aufgabe darin besteht, das der nächsten Generation ordentlich in einer guten Verfassung zu übergeben. Wir wussten damals natürlich nicht, ob die Kinder diese Aufgabe wahrnehmen wollen. Und deshalb sind wir sehr froh, dass sowohl Kinder aus meiner Familie als auch Kinder aus deiner Familie sich bereit erklärt haben, hier Verantwortung zu übernehmen. Lapp bleibt, auch wenn mein Bruder und ich uns aus der ersten Linie zurückziehen, ein Lapp-Familienunternehmen mit der Katharina, meiner ältesten Tochter, und dem Matthias, der älteste Sohn von meinem Bruder. Es wird anders sein, als das bei meinem Bruder und mir war. Aber von den Fähigkeiten, von den Vorstellungen her, denke ich, die dritte Generation hat gute Chancen, die Lapp-Gruppe in eine gute Zukunft zu führen. Ich bin sehr dankbar und stolz über die Möglichkeit, mich einbringen zu können und freue mich schon auf die kommenden Herausforderungen und Aufgaben und eben die Zusammenarbeit mit dir, Matthias, aber auch mit dem Aufsichtsrat. Ja, zuerst mal möchte ich, glaube ich, Danke sagen. Danke auch, dass die zweite Generation das Vertrauen hat in die dritte Generation, dass sie auch da übergibt und nicht übergeben muss, sondern sie will übergeben. Und dass sie auf der anderen Seite auch sagen, dass wir das eine oder andere schon bewiesen und geleistet haben und somit auch sagen, das könnt ihr auch. Also da auch eben die Möglichkeit geben, dann weiter zu entwickeln, das, was mein Opa, meine Oma aufgebaut haben, was mein Vater und mein Onkel weiterentwickelt haben, eben jetzt mit meiner Cousine, meinen anderen Cousins und natürlich mein Bruder, die ganze dritte Generation, dass wir da eben weiter dran arbeiten, eben das Unternehmen voranzubringen und hoffentlich genauso gut und sicher und übergeben zu können in die vierte Generation, die wir ja auch schon haben. Das wäre auch mein Wunsch. Aber ich glaube, wir sind wirklich glücklich und froh, dass es eben klappt. Das ist ja nicht zwangsweise gegeben, dass schon in der dritten Generation alles so vorangeht. Und du hast es gesagt, weiter daran zu arbeiten, dass es vielleicht sogar mal in die vierte Generation weitergegeben werden kann. Und das macht natürlich schon uns alle glücklich, dass wir das geschafft haben, auch wenn es meine Mutter jetzt nicht mehr miterleben kann. Aber ich glaube, sie fühlt es irgendwo noch ein Stück weit mit.